So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Wir sind ein bisschen planlos hier. Oder besser, ich bin ein bisschen planlos hier. Vielleicht seid ihr es ja nicht. Kurz gucken. Also es gibt hier augenscheinlich sehr, sehr wenig, wo man weiter kann. Kann ich irgendwie... Ach so, kann man durch die Ebenen gehen. Okay. Ich müsste versuchen, da hochzukommen. Hier ist nämlich eine Tür offen. Oh, okay. Und der Weg ward gefunden. Ich bin auch manchmal ein Horst. So, eine Truhe, was auch immer hier drin ist. Verteidigung höher und Erfahrung. Naja. So, wo geht's denn hier hin? Wir müssen ja diese Lebenssteine besorgen für, also um den Champion der Arena zu rufen. Oh, ein Raum voller Skelette. Das klingt schon fast nach einem Witz. Kommt der Tod in einen Raum voller Skelette? Aber allein die Explosion meiner Bude hat ja richtig aufgeräumt hier. Nochmal Gude. Wie viele denn noch? Und es ist echt Gold durch den Raum geflogen, das glaubt man nicht. Kann ich noch nicht benutzen. Okay. Aber die Gude machen vieles einfacher. So. Kommt Gold in einen solchen Kerzenständer? Ich verstehe es nicht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall was zum Sprengen. Oh! Okay, dafür brauchen wir mal kurz den entsprechenden Griff. Einmal kurz dahin. Und einmal muss das Ding auch da hinten ran. Meine ich. Also meine ich gesehen zu haben. Ja. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Okay, wie komme ich darüber ohne... Gar nicht. Außer ich mache... Ach, ich kann mir das Ding einfach so greifen. Okay, jetzt habe ich eine Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Nee, nee. Die Laterne des Todes. Das wird auch mal ein Titel für einen Arthouse-Film.
Okay, damit haben wir also ein Gewicht. Oh, und hier geht's hoch. Okay. Bleibt das Ding zu, wenn ich hier... Jo. Die haben das geschickt gemacht. Er stellt das genau da ab, wo man vorher stand. So, weiter. Hier geht's in einen neuen Raum. Und hier ist... Ah. Ein einfacherer Weg zurück. War ja klar. So, dann ab in den neuen Raum. Man findet hier Gold ohne Ende, das ist schön. Moment mal, dem fehlt eine Laterne. Moment, kann ich von da aus dann irgendwie die Laterne... Ach ja, ich kann mir die ja einfach greifen. Nein, oben bleiben. So. Komm und schnapp sie dir. Gut. So, und jetzt kannst du sie dem geben. Und wir kommen weiter. Kann ich auf den schießen? Das möchte ich jetzt mal wissen. Nein, nicht der Todesgriff. Ich hab doch... So. Tatsache. Man muss nur richtig... Ich fasse es nicht. Haben sie lustig gemacht. Wieso kommt Gold aus den Käfigen? Wieso kommt ein Heiltrank aus dem Kerzenständer? Dem Logics. Aber hier ist wohl ein Lebensstein. Wollte ich mal behaupten. Lebensstein. Ein Stein, dem die Macht innewohnt, schlafenden Schrecken das Leben einzuhauchen. Einer der drei Steine, der benötigt wird, um den Arena-Champion wieder auferstehen zu lassen. Oh! Ein Steinbissen. Was zum... Was denn nur schon wieder... Überlasse ich das einfach den Ghoulen. Ach, ich kann die auch einfach zertrampeln? Ich kann echt auf der einfach, wenn ich das richtig mache, eben konnte ich es, ich weiß auch nicht. Egal. Na also jetzt ist die Tür wieder auf. Wer baut solche Mechanismen? Der gehört doch geschlagen.
Ach, jetzt kommt man auch hier weiter. Ein Schrottschulterschutz, der mehr Verteidigung macht, aber sonst nichts. Ich finde hier Steinbissen ohne Ende. Der erste macht Steinbissen. Unmöglich. Irgendwas brüllt hier, ich weiß nicht was, und es macht mir ein bisschen Angst. Wobei nicht wirklich, aber es könnte beunruhigen. Eine Karte, das ist schon mal nett. Wieso kann ich das Ding nicht zerschlagen? Egal. Ab nach oben. Okay. Ach, er gibt schon Ruhe. Okay. Ich geh jetzt gar nicht raus. Ach so, jetzt geht's wahrscheinlich gleich raus. Ach, na toll. Das sieht so aus, als käme gleich wieder eine Horde Gegner an. Oh, und diesmal ist jetzt da was. Ah, okay. Erstes Steinchen, Dicker. Und das Tor geht auf. Oh. Die Axt ist zwar nur grün, aber sie haut rein. Hm. Wenn sie hier rauskam, ist das wohl ein gutes Zeichen, hier hochzugehen. Und man muss augenscheinlich immer dahin, wo sie hingucken. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich irgendwie von der Seite. Ach, da ist ein Skelett. Hallo. Wo ist er hin? Ach, hier. Da kommt man hoch. Wird euch nicht auch irgendwann mal langweilig? Immer diese ruhelosen Toten. So, da ist jetzt gerade offen. Wir können andere Bereiche noch öffnen. Und hier müssen wir vermutlich am Ende durch. Gehen wir erstmal hier durch. Hier ist nämlich eine Kiste. Wenn man denn hinkommt. Scheiß Wein hier. Thank you.
Ach, das Ding kann ich auch drehen, aber es bringt nichts. Ich verstehe schon grob, wie es funktioniert. Ich muss erstmal wieder runter. Weil ich jetzt Scheißverein gesagt habe, habe ich so einen blöden Ohrwurm. Aber ich würde sagen, hier mache ich mal einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play Darkstalkers 2. Bis dahin, cheerio!